Hallo und guten Morgen hier aus Auersmacher. Ja, wir haben das Wollfest im Saarland endlich. Ich freue mich so. Ich bin das erste Mal Ausstellerin. Ich habe hier meinen schönen Stand aufgebaut. Oh ja, das wird so cool heute. Ganz viele Ausstellungsstücke gibt's. Morgen. Ich zeige euch meinen schönen Stand. Ich finde es so schön bunt. Hier das Tuch. Kalari von Christine Joel. Haben wir passende Minis dabei. Körbchen mit Minis. Es ist sehr bunt. Es gibt auch Maschenkordeln, ganz neu. Die gibt es noch gar nicht im Shop. Heute Premiere, ganz viele Minis. Vor allem die. Ich liebe sie. Die sind so schön. So schön. Bunt. Es gibt Bonbons natürlich. Es gibt den Maibaum. Wir stehen direkt am Maibaum. Noch mehr Bonbons. Ja, das ist mein Stand. Heute Morgen angekommen war der Pavillon weg. Die immer sich einen Scherz erlaubt und hat ihn mal irgendwo anders hingestellt über ein Auto. Aber ich habe ihn wieder gefunden. Gott sei Dank. So, jetzt gehen wir mal etwas fest. Ein paar Meter. Es ist noch nicht offiziell eröffnet. Gucken wir mal. Hallo. Hallo. Da sitzt schon jemand. Überall schöne Wolle. Überall. Und hier, die liebe Melinda ist auch da von Sammeling Diverts. Der auch so tolle Garne und so tolle Sets. So tolle Sets, die Fade Sets. Ich habe auch welche. Schöne Minis, richtig toll. Jetzt hier wieder hoch. Ist jetzt noch eine halbe Stunde, bis es losgeht. Hier ist auch unheimlich viel. War auch, glaube ich, jedes Jahr da. Tücher. So. Wirklich ein schönes Fest. So, hier geht es wieder weiter. Die ganze Straße hoch. Also, es ist echt groß. Über 50 Stände. Genau, die Westerwälder Wollschmiede. Das ist, glaube ich, das erste Mal dabei. Hallo, moin. Ja. Du ein bisschen Arbeit. Die Künste. Da fällt der Ständer um. Gerade. Hier geht es dann auch noch rein. Hier gibt es Drechselarbeiten. Spinnereien, ganz viel Spinnereien. Hier gibt es, glaube ich, nachher was essen. Hallo Petra, liebe Wollkredel, Lorenzo. Ja, wie gesagt, es ist echt immer unheimlich heiß. Unheimlich heiß. Gärlchen gibt es auch. Toilettenschilder sind so lustig gemacht hier. Hab ich auch was gekauft letztes Jahr. Ich kann jetzt mitgebracht. Nadeltaschen. Nee, Arbeiten, Projektbeutelchen. So, hier geht's auch noch hoch. Hier gibt es noch Bücher, Lane, Magazine, Pompon Mag. Jetzt geht es gleich wieder an den Stand zurück. Hier ist der Stand vom Atelier Wollstrudel von Kerstin und Hanna. Die sind im Saarland eigentlich auf jedem Fest.
Pferden selbst. Hier sitzt die liebe Hanna und strickt. Strickt so toll Stulpen und Socken und ich glaube, es näht auch die Projektbeutelchen, Nadelgaragen. Richtig schön. Schnäppchenwolle gibt es auch. Einwandfrei. So, dann zeigt man hier noch, wie gesagt, ein bisschen. Hier ist auch der schöne kleine Sessel. Auch schön gemacht. Wie witzig. Das ist cool. Das gefällt mir gut. So. Hier, wie gesagt, am Maibaum. Mein Stand ist im Maibaum drin. Ja, man findet mich. Und dann geht es hier weiter. Hier geht es auch noch weiter, hier unten. Also hier ist echt. Einiges. Hier, der Stand ist auch immer da. Wassermelonen. Sehe ich auch jedes Jahr. So schön. Hier gibt es Seifen. Hier gibt es ein cooles Tuch. Das sieht auch schön aus. Das sind ja echt immer total die Kunstwerke. Schön, richtig schön. Hier gibt es Genähtes. Hier gibt es Schmuck. Hier gibt es rein. Hier gibt es noch Wolle. Tupferkunst. Besonders cool ist dieser Wagen. Hier gibt es Sandwich und Kaffee. Das ist echt der Hammer. Das haben sie dieses Jahr in Trafellen ja auch gemacht. Manche kommen ja echt nicht vom Stand weg. So, hier gibt es noch Inspiration Holz, Wolle und Gedrechseltes, Spinnrad, Teddybär, Mrs. Bobble, ist auch aus dem Saarland, hallo. Spinnrad, Wolle, ganz viele Bobble, Fasern. Das ist Männerkarussell. Hier gibt es dann Essen. So cool gemacht. Hier ist noch ein echt schöner Ort. So, hier haben wir das zur Alpaka. Ja, gerne, ja. So witzig. Der Stand von Tausendschön. Auch immer. Hier gibt es in Saarbrücken den Laden, gehe ich auch öfters mal hin. Ihr habt auch die Frau Weirisch. Richtig schön. Richtig schön. Tischchen. Kerzen. Hier gibt es noch ganz viele Rolle. Schöne Kunstarbeiten gibt es hier, die Frida Kahlo. Total ist das, guck mal, wie cool, wie cool. Hier ist nochmal der Stand, mein Stand. Durch den Maibaum fehlt uns ein bisschen Platz, musste mal ein bisschen rücken. Ja, naja, ja, hier nochmal ein kleiner Überblick. Ja, geht's gleich los. So, hallo, jetzt aus dem Büro. Es ist jetzt immer noch der Tag des Auersmacher-Wollfestes. Und ich dachte, komm, fährst noch schnell ins Büro, bringst die Sachen weg. Was noch übrig geblieben ist, ihr habt mich ein bisschen geplündert heute. Vielen Dank dafür. Ja, und jetzt
habe ich nochmal schnell die Regale ausgewischt und weil wenn sie schon leer sind, ihr seht es ja, es ist ein trauriger Anblick hier bei Polly McLaren. Und ja, jetzt mach schnell eine Inventur, lade alles hoch, morgen früh, ich weiß nicht, ob ich es heute Abend noch schaffe, ob ich da noch die Konzentration dafür habe, weil ich hatte echt eine sehr, sehr, sehr kurze Nacht, 4 Stunden Schlaf, weil ich war ja gestern Abend schon aufbauen gewesen und dann nochmal ins Büro das Auto beladen mit der ganzen Wolle und noch ein paar Tischen und Tischdecken und Regale und was weiß ich. Und ja, dann nach Ausmacher gedüst und da war ich, ich bin heute um 6 aufgestanden und jetzt haben wir 9 Uhr, aber ja, dann sind noch essen gegangen und ja, ich habe es schon gesagt, aber an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Anna und Lena, die mich heute so toll unterstützt haben. Ohne die Zeit hätte ich es nicht geschafft. Allein am Stand hätte ich nicht hinbekommen. Ja, und ja, ich habe mich über jeden gefreut, der gekommen ist bei mich und auch gesagt hat, ich bin die und die, ich gucke deine Videos oder kenne ich von Instagram. Und ach, es war wirklich total rührend. Ich habe mich so gefreut. Es ist wirklich so, so lieb. Vielen, vielen Dank dafür. Ich blende euch jetzt auch noch ein Bild ein. Das war direkt am Anfang. Das war auch so eine tolle Truppe. Könnt ihr mal gucken. Ja, so ging es dann los mit der tollen Truppe und so ging es dann wirklich den ganzen Tag weiter und es war unheimlich heiß. Zwischendrin immer mal wieder ein bisschen Wind und dann so um 4 oder was ging es dann los. Da hat ein bisschen abgekühlt und ja, als wir eingepackt haben. So, sorry, ich musste kurz unterbrechen. Ja, ich wollte noch kurz, ich wollte euch noch zeigen, was ich dann gekauft habe. Ich bin auch nur kurz drüber und ja, habe natürlich auch was Kleines gekauft. Also, ja, ich bin zuerst zur Westerwälder Wollschmiede und ich bin ja ein Fan von Scheren. Ich liebe Scheren. Ich weiß nicht warum, ich kaufe die gerne schwapp. Also die ist toll. Seht ihr das so? Wow. Was, also, die ist unglaublich schön. Unglaublich schön. Ja, ich denke auch sehr, sehr spitz und scharf. Da habe ich auch noch mit der Ramona von der Westerwälder Wollschmiede lang geredet. Ja, ich muss schon wieder abbrechen, sorry. Also, der die Ramona von der Westerwälder Wollschmiede habe ich auch noch so schön geredet. Die macht ja auch ein Wollfest im Westerwald im 30. September, 1. Oktober, glaube ich. Genau, die Ramona. Ihr kennt die bestimmt, die Westerwälder Wollschmiede, die kennt man ja. Sieht man's? Ja, die war noch in Düsseldorf und in Blaufelden. Und das ist ja auch eine ganz liebe. Und ich denke, ich fahre da bestimmt auch so hin, als Gast wahrscheinlich. Gucken wir mal. Und ja, das dazu. Da war ich natürlich bei der lieben Melinda. Habe ich mich nochmals sehr gefreut, dass die da war. Die Sammlin Dye Works. Kennt ihr bestimmt. Mit den schönsten Banderolen, die es gibt. Ich liebe die ja. Ich glaube jeder. Ja, habe ich mir einen Zebra-Garn gekauft. Ich bin ja kein so Fan von Zebra-Wolle, wo ich selbst im Moment welche stricke. Die finde ich auch mega, aber also normal tendiere ich nicht dazu, aber die Färbung, auch ein Traum. Und die Lena, die hat letztens in Blaufelden schon einen Strang gekauft von ihr Zebra-Wolle in grün und Wahnsinn. Die ist nicht nur wunderschön, die ist total weich und einfach nur toll. Richtig toll. Ich glaube, die hat einen ganzen Stand nur Zebragarne gehabt. Bei allen Farben, sich da zu entscheiden, ist nicht leicht, kann ich euch sagen. So, dann war ich. Das ist cool, oder? 1000 schön.
Die waren ein paar Stunden daneben, die sind ja auch immer da. Und ja, der hat mich einfach angelacht, guckt euch den mal an. So, so eine Sonderfärbung, das ist, gibt es nicht mehr. Also der ist toll, wirklich einfach nur toll. Gefällt mir sehr, sehr gut. Normales Sockengarn ist das. Und dann, das Schönste zeige ich euch zum Schluss. Ich habe ganz zum Schluss, ich habe überall geguckt, überall Adiquese Trio Bambus. Also ich stricke ja nur mit denen die Socken. Ich habe die auch, also ich habe schon so viel, ich bräuchte eigentlich keine. Aber ja, ich habe jetzt zwei Socken angenadelt. Und es kommt der Westnitz Mystery Karl für Socken. Ich weiß nicht, wie es genau, wie der Hashtag genau heißt. Aber ihr wisst bestimmt. Im Juli startet der. Genau. Und ich stricke dann zwei gleichzeitig, weil ich will ja nicht den Karl mitmachen und dann noch eine Socke nachstricken. Ich will das direkt. Also, ja. Wir werden jetzt auch wahrscheinlich diese Woche jetzt dafür gefärbt. Wir haben heute schon ein paar zusammengestellt. Ich sag's euch, das wird hammermäßig. Brauchen wir ja zwei Farben Sockengarn, 100 Gramm, so am besten semi-solid. Und ja, dann also mein lieber Mann, das wird richtig krass. Und da färbe ich auch ein paar Sets nach und zeig's euch dann. Ich bin gespannt, ich bin am überlegen, was ich für mich mache. Ich also sehe, das und das wäre auch schon cool. So, ich habe ja auch so die Karibik, ist ja ungefähr so. Und das schöne Neon Pink. Mal gucken, wie ich es mache. Ich werde berichten. So, da war ich natürlich bei Petra Behles, die Wollgredel, die kennt ihr vielleicht. Und ja, die ist ja sowieso so eine Liebe. Ich weiß nicht, ob du zuschaust. Petra, hallo, ich habe mich wieder so gefreut, dich zu sehen. Und ja, da habe ich ich habe gekauft eine schöne Merino-Wolle, Fingering. Mit Goldglitzer. Ist cool, oder? Also ist genau meins. Richtig schön. Das werden Socken, das wird cool. Und dann, jetzt kommt's. Die kennt ihr bestimmt. Wer kennt die? Das ist ja die Qualität. Also, ich lese mal vor. 67% Seide, 23 Kittmohair, 10 Polyamid, 100 Gramm, 350 Meter. Und ein Traum. Ein Traum. Ich weiß noch nicht, was ich draus stricke, aber ich muss die haben. Die war nämlich im Angebot. Weil die Base gibt es nicht. Ich wollte die auch kaufen und nachfärben. Die haben da in Südamerika irgendwie Probleme. Die können die nicht mehr. Also ich habe keine Ahnung, wo ich sie herbekomme. Ich weiß von einer Färberin, die kauft, die kriegt auch nur gewisse Mengen immer. Aber ja, und ja, guckt euch das mal an. Das ist doch Wahnsinn. Und die ist so zart, so unfassbar zart. Und dieses gelockte, ach, es ist ein Traum. Ich liebe sie, wirklich. Also mussten die natürlich mit. Ich hätte auch 10 gekauft, wenn da 10 gelegen hätten. Ja, das sind zwei die gleiche Base. Ja, das war's schon. Ich habe nicht so viel gekauft. Reicht aber. Ja, war im Stand fast den ganzen Tag und das war so toll. Also wirklich, es macht Spaß. Ich hätte es nicht gedacht, dass es so toll ist und mir hat Spaß. Ich dachte mal, kann mal stricken dazwischen. Da ging gar nichts. Ich habe gar nicht gestrickt. Nicht eine Masche. Aber ist nicht schlimm. Muss ja nicht. Und ja, ich mache jetzt schnell die Inventur, weil ich wollte euch noch, eigentlich wollte ich euch vor allem zeigen, was ich gekauft habe. Das ist ja immer sehr interessant. Und ja, ich will nochmal sagen, wie sehr ich mich gefreut habe über alle, die da waren und Hallo gesagt haben. Und ach, so herrlich, wirklich. Danke, dass ihr euch getraut habt. Das traut sich ja auch nicht jeder. Und ach, so einfach schön. Wirklich ein ganz besonderer Tag. Und Auersmacher an sich ist ja sowieso ein mega cooler Ort. Also wirklich, wirklich, wirklich cool. Ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr. Alles klar. Dann, ja, danke fürs Zuschauen und ja, bis dann. Tschüss.